Guten Morgen. Ich möchte mit euch heute über eine Sache reden, die sehr, sehr wichtig ist. Und zwar ein Instrumentarium innerhalb des bewussten Denkens, wie man seine Geisteshaltung augenblicklich verbessern kann. Das ist eine ganz einfache Möglichkeit und die habe ich selber praktisch erfahren. Und seit vielen Jahren, seit ungefähr ein Jahr, praktiziere ich die sehr, sehr intensiv mit Hilfe von anderen. Wie das geht, sage ich euch gleich. Aber ich habe auch viele Erfahrungsberichte schon gehört von Menschen, insbesondere die auch in der Öffentlichkeit stehen, die auch davon berichtet haben, wie positiv und wie einfach vor allem das ist, ja, zumindest substanziell. Die Umsetzung ist oftmals ja, an die Bewusstheit gekoppelt, wie oft man daran denkt. Aber wenn ihr daran denkt, ist das eine sehr einfache Möglichkeit. Und der für mich inspirierendste Faktor, weil es zeitgleich ein Mensch war, war für mich der Olaf Nölke. Jetzt nennt er sich Muho Nölke. Das ist ein Abt eines japanischen Zen-Klosters. Und er hat es sozusagen erstmalig für mich deutlich gemacht, wie man durch das Einsetzen dieses Instrumentariums tatsächlich dazu kommt, seine Geisteshaltung angenehmer zu gestalten. Meist ist das Zufriedenheit, es kann aber auch Konzentration bedeuten und viele andere Sachen. Ja, worum geht es denn eigentlich? Habe ich ja noch gar nicht gesagt. Es geht um die Körperhaltung. Es geht um, ja, wie man sozusagen seinen Körper darbietet, sich selber und anderen. Körper und Geist sind eine Einheit. Im Mittelalter hat man das nicht gedacht. Da hat man das losgelöst voneinander betrachtet. Mittlerweile ja, gibt es eigentlich da keinen Zwist mehr, auch unterhalb der verschiedenen Wissenschaften, die es gibt, dass es tatsächlich so ist, dass Körper und Geist eine Einheit bilden. Das bedeutet auch in der Medizin, hat man festgestellt, dass eine positive Grundeinstellung zur Heilung, man nennt dies dann zum Beispiel, oder man hat es herausgefunden innerhalb zum Beispiel des Placebo-Effektes, dass eine positive Grundeinstellung zur Heilung dazu führt, dass man tatsächlich besser heilt, körperlich. Also Körper und Geist hängen eng miteinander zusammen. Und das könnt ihr auch gut bei euch beobachten. Wenn ihr ärgerlich seid, wenn ihr angespannt seid, ja, oder wenn ihr stolz seid, das wird sich auch alles auf dem Körper, im Körper wiederfinden, in der Körperhaltung. Und entsprechend ja, habt ihr da so für euch ein praktisches Beispiel. Erinnert euch einfach mal an gewisse Situationen. Situationen zum Beispiel, wo ihr nicht besonders, wie soll ich sagen, glücklich wart, sag ich mal. Einfach, wo ihr nicht besonders glücklich wart, wo ihr traurig wart, erinnert euch mal daran. Fühlt euch rein auf eine Situation, die traurig war. Und dann beobachtet mal euren Körper in der Situation. So langsam zusammenfällt, ja, runden Buckel macht so, ja. Ja, einfach wie der Körper und der Geist in Resonanz treten. Und genauso ist es auch bei anderen Sachen, ne? Erinnert euch dran, wo ihr Pokal gewonnen habt, wo eine Sportveranstaltung irgendwas, ja, wie gesagt, gewonnen habt. Es geht raus, ne? man ist stolz, so. Also Körper und Geist sind immer miteinander verbunden. Und ja, und der Muho Nölke damals hat es auch gemacht. Der ist immer gebückt gelaufen. So. Und irgendwann hat er sich halt bewusst dafür entschieden, immer gerade zu laufen. Und dadurch hat sich sein geistiges Mindset komplett gewandelt. Und ich verlinke euch mal ein Buch von ihm. Er übersetzt viele Zen-Bücher. Und eines der Bücher ist wirklich das Buch, aber da muss man schon ein bisschen fortgeschritten sein im Bereich des Nichtdenkens, um die Qualität des Buches zu erkennen. Aber für mich mein absoluter Favorite derzeit und schon seit 2-3 Jahren ist das Buch, was ich euch unten verlinkt habe. Das ist von Muho Nölke übersetzt. Das war ein japanisches Buch von Kodo Sawaki und er hat es übersetzt. Genau. Und ja, ich setze das auch um, seit einem Jahr. Versuche ich durch die Körperhaltung auch meine Geisteshaltung immer positiv zu beeinflussen. Und das hat angefangen, dass ich damals Hanna gesagt habe, Hanna,
wenn ich krumm laufe, ich habe immer den von früher noch, wie ihr wisst, habe ich 165 Kilo gewogen und bin sehr depressiv auch gewesen. Und ja, ich habe aber keine so eine schlimme Depression wie viele andere Menschen gehabt. Ich war einfach schlecht drauf, sage ich mal. Ne? Und da bin ich immer gebückt gelaufen. Und das hat sich so eingeschlichen, dass ich immer gebückt laufe, wenn ich nicht drauf achte. Und deswegen hatte ich Hanna gesagt, pass auf, wenn ich gebückt laufe, dann haust du mir einfach richtig doll hinten auf den Rücken. Dann weiß ich's. So. Und ja, das Privileg hat Hanna gehabt, und das haben auch noch ein paar andere Menschen, denen ich das gesagt habe, denen ich das sozusagen erlaubt habe. Und es ist wunderbar, weil den Leuten macht es natürlich Spaß, immer zu sehen, wenn ich krumm laufe, zack, auf den Rücken und ich weiß wieder, ja, gerade laufen. Manchen habe ich das Privileg auch wieder entzogen, weil sie das dann ausgenutzt haben oder weil sie mir einfach dann, ja, aus anderen persönlichen Gründen. Auf jeden Fall, ja, also, und wenn ich gerade laufe, wenn ich gesünder laufe, dann ist mein Geist auch gesünder. Und das ist halt eine Sache, das ist so einfach. Es ist so einfach, aber es ist halt im Endeffekt, ja, so wirksam. Probiert das mal. Ihr seid schlecht drauf. Ihr ärgert euch wegen irgendeiner Sache. Jetzt vielleicht jetzt nichts Erhebendes oder Sachen, dass irgendwie jetzt euer Kind gestorben ist oder so, sondern sag mal so eine Sache wie irgendwas. Ihr kennt das genug, über welche Dinge man sich im Alltag ärgert. Dann tut ihr 60 Sekunden. Es müssen auch 60 Sekunden sein. 60 Sekunden lachen. Mundwinkel nach oben und lachen. Einfach lachen. Ihr müsst nicht laut lachen, ihr könnt einfach auch nur den Mundwinkel nach oben ziehen und alles ist gut. 60 Sekunden. Ich mache das jetzt nicht, aber das macht ihr mal 60 Sekunden und dann schaut ihr mal, wie ihr euch danach fühlt. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich, wie einfach dieses Instrumentarium ist. Es ist unfassbar einfach, wie ihr eure Geisteshaltung nur durch euren Körper, in dem Fall durch die Mimik, verbessern könnt. Und deswegen achtet darauf in eurem Alltag. Lauft gerade, lauft selbstbewusst, Brust raus. Und wenn ihr der Meinung seid, ihr möchtet gern zufriedener sein und ihr möchtet nicht so negativ drauf sein, so, dann lächelt. Dann lächelt einfach. Macht, euer Körper macht das und der Geist tritt dann automatisch in Resonanz. Und das ist was unglaublich Befreiendes, das so zu sehen, wie einfach das ist. Und es entmystifiziert auch so ein bisschen unseren Geist, unser Denken. Und da kommt man dann dazu, wo ich jetzt übergegangen bin, dass ich aufpasse, bin ich angespannt oder bin ich nicht angespannt. Denn wenn ich angespannt im Körper bin, bin ich auch angespannt im Geist. Und ja, und entsprechend, wenn ich locker bin, wenn ich lockere Bewegungen mache, dann ist auch der Geist locker. Es geht über alle Ebenen. Ihr könnt über eure Zufriedenheit entscheiden, über eure Selbstwertgefühle, also über Selbstbewusstsein und auch über die Gelassenheit. Es geht alles über den Körper. Es ist ganz einfach. Und das wollte ich euch unbedingt heute mitteilen. Ich hatte das zwar schon immer in meinem Leben, ja, Sachen übernommen, aber ich habe es, glaube ich, noch nie als Video direkt so ja, vermittelt, kommuniziert. Und ja, deswegen heute diese kleine Inspiration. Berichtet gerne von euch, ob ihr das schon an euch schon festgestellt habt. Habt ihr schon Tests gemacht? Also das selber an euch, ja, geschaut, ob das funktioniert. Und ja, würde mich freuen, wenn wir in den Kommentaren uns dazu austauschen. Und wer nicht die Zeit für den Kommentar hat, da freue ich mich natürlich auch immer über einen Daumen nach oben. Ansonsten, ja, sehen wir uns morgen wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und ja, bis morgen dann. Tschüssi.